Guten Tag bei diesem Blick ins Labor. Ich habe sehr Freude an einem Tektronix 2465B, ein ziemlich altes Gerät, aber doch noch sehr, sehr stabil und leistungsfähig. Man hat sehr viel Freude daran, man muss es zuerst ein bisschen instand stellen, ein bisschen restaurieren, einige Caps ersetzen. Und weil ich eigentlich von diesen Tektronix begeistert bin, habe ich eine kleine Spende an das Vintage Museum von Tektronix gesendet, damit sie dort ihre alten Geräte ausstellen können. Und als Gegenleistung habe ich so ein kleines Board bekommen, das dann XY-Zeichnungen auf dem Bildschirm zaubert. Das sind zwei Dinge. Das heißt, ist das der Wizard. Das ist so ein Logo, das in vielen Schematas eingesetzt wird, oder eben das alte Tektronix Logo, das man hier eben auch sieht. Also eine ganz lustige Geschichte. Ich kann jetzt noch da diese Volts wegnehmen, damit das, so brauche ich ja nicht, so sieht man das ganz schön. Also das ist der Wizard, und dann gleichzeitig alternativ zu diesem Bild dann das alte Tektronix Logo. Man kann noch andere Sachen machen mit diesem Board, aber ich finde, für eigentlich relativ wenig Geld bekommt man ein Geschenk und macht etwas Gutes für das Museum von Tektronix. Schönen Dank für diesen kurzen Blick ins Labor und bis bald.